Ach so, sorry. Warte mal. Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Motovlog auf meinem Kanal. Heute ist Sonntag, es ist ein absolut geiles Wetter. Wieder mal so wie gestern. Gestern habe ich zwei Aufnahmen gemacht, wir haben einen Rideout gehabt, einen riesen Rideout mit Full Flight, Wheelies, alles passiert, Digga. Dann habe ich mit der falschen Qualität aufgenommen, ich kann hier mal einblenden. Ja, es war nicht ultra geil jetzt, habe ich verkackt. Und ich wollte eigentlich auch 500er Test fahren. Das Video Cooper war noch, Digga, er ist so gut drauf, Alter. Wait. Ah, heute ist ein richtig geiler Tag. Digga, er ist sogar drauf, Junge. und ja, wir sind gerade in Klagenfurt. Fahren jetzt wieder bei Wörthersee-Runde heute. Ja, also ich bin wieder zurück. Ich hoffe, ihr habt mich vermisst. Ach, der Auspuff kroch da wieder voll. Ja, ich will mein Headset jetzt verbinden. Was ist denn das? Ach geil, Digga. So ein geiler Tag heute. Ja, aber die Musik, ich sage mit den 9-10er, mit den 30k, das funktioniert richtig gut. Ach, so ein geiler Tag. So ein geiler Tag. Weil, glaube ich, in Klagenfurt Wheelies machen ist, glaube ich, ungut. Weil da vorne gerade die Polizei fährt. Genau. Ach komm, halt's mal. Ich hab's gecallt. Schau dir die an. Digga, Gott sei Dank habe ich jetzt gerade kein Wheelie gemacht. Alter, bin ich froh. Alter. Ja, hätte jetzt erst ein Wheelie gerissen, Digga, dann wäre ausgewiesen. Da war der Tag schon wieder von super geil auf super scheiße geworden. Alter, wenn ich noch einmal sage, Intercom fällt, ich dreh durch. Es ist so ein geiler Tag. Ich hoffe, Leute, die GoPro Audio nimmt auf, bitte. Also, das kann echt. Also, wenn es das dann nicht aufnimmt, dann verzweifle ich wirklich, ehrlich. Weil das hat gestern eigentlich gekloppt. Ich hoffe, euer Wochenende war super. Meins war actionreich auf jeden Fall, so wie gestern. Ja, und heute auch wieder fahren. Das ist übrigens da. Chrissy mit seiner Z900, absolut geiles Teil. Ja, ein bisschen Schiss vor die Wheelies wegen der Polizei, weil ich hätte jetzt gerne einen Wheelie gezogen. Ich war gerade fest am Überlegen, aber ich glaube, das lassen wir lieber. Aber es ist so ein geiler Tag, da war es einfach Bock, Wheelies zu reißen und einfach das scheiß Leben zu genießen, Alter. Bah, geil! Ah, ich weiß nicht, oh, geiler RS4. Ich weiß nicht, wieso es auf der GoPro nie den Klang von meiner Duke so geil aufnimmt. Nee, die ist so laut, aber irgendwie in die Videos hört die sich so scheiße leise an. Alter, das hat sich gereimt. Scheiße leise. Der, die Moped Gang! Die Moped Gang. Alter. Hey, früher, wo die Bullen vorbeigefahren sind, ich zuerst wollte einen Wheelie reißen, haben wir dann gedacht, nein, aber nicht. War für was gut. Ich bin schon wieder Wheelie-süchtig. Ich werde 100 Mal ausgehen. Ich kann schon wieder nicht lassen mit den Wheelies. Das macht mich fertig. Boah. Pfusch am. Wo? Okay, gut, danke. Boah. Das ist ja der übelste Pfusch, was ich damit mal kennzeichne. Ich hätte es gebickt, weil ein Schrauben gestern verloren gegangen ist. Aber ich muss es noch richten. Aber es hat noch Zeit. Boah, ist das geil. So ein geiles Wetter. So schön warm, Alter. Oh. Okay. Ja, mein Lenker ist auch locker. Die Halterung hält halt nicht gut genug, wenn ich jetzt ein Wheelie mache, geht der Lenker mal ein Stück runter. Nur so nebenbei. Weil du zuerst vorher gesagt hast, Schrottkisten, ja. Ein bisschen schon. Biffert. Mann, Alter, das ist scheiß Szene. Ich bringe es so um, Digga, wirklich. Wir müssen Spielfeld. Alter, hat er nie Geld.
Glücklich. War noch grün. Alles im grünen Bereich. Ach ja, ich würde sagen, sehen wir später wieder irgendwann, wenn irgendwas passiert. Heide, ciao. Wir sind jetzt wieder in Klagenfurt. Wir sind die Wörthersee Runde geschwind gefahren. War nichts Spannendes, ist nichts Spannendes eigentlich passiert. Ja. Und jetzt haben wir wieder Klagenfurt. Oder fahren wir gerade auf dem Weg Klagenfurt rein. Und ja, vielleicht, weiß ich nicht, fällt mir irgendwas ein zum Reden oder so. Auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Da steht vorne schon die Polizei, das wollte ich eigentlich nicht sagen. Soll ich einen Willy machen? Na Spaß. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau. Ich bin jetzt fast jeden Tag live auf Twitch, also schaut da mal gerne vorbei. Ich weiß, das habe ich schon einmal gesagt. Diesmal ziehe ich es auch wirklich durch. Ich bin auf jeden Fall live auf Twitch jetzt jeden Tag oder fast jeden Tag. Unter Wochen bin ich eigentlich normalerweise jeden Tag live oder jeden zweiten Tag. Weiß ich noch nicht ganz, wegen Fitnessstudio muss ich noch schauen, wie ich das mache. Weil da habe ich glaube ich nur eine Stunde Zeit oder so. Aber ich werde schauen, dass so oft wie möglich werde ich streamen. Und ja. Und schaut mal gerne vorbei, falls euch das interessiert, sagen wir so. Ja. Ja, das war es eigentlich schon wieder von mir. Ich habe eigentlich nicht so viel zu sagen. Außer, dass es mich gefreut hat, dass es so geiles Wetter ist. Und dass jetzt endlich wieder das Maschinenfahren anfängt, das richtige Maschinenfahren. Ich meine, klar, ein bisschen kalt ist noch. Aber schön langsam fängt der ganze Shit wieder an. Und auf das bin ich echt hyped. Ja, und deswegen, ja, hab mal gleich gedacht, mal gleich Motovlog. Habe ich eigentlich gestern auch schon gemacht, hat aber gestern nicht geklappt. Ja, ist halt, ja, blöd gelaufen. Was soll man machen? Ja, aber ich hoffe. Für euch war das Wochenende ganz geil, meins war eigentlich wirklich geil, habe ich glaube ich schon gesagt. Ja. Ja, und jetzt muss ich ehrlich sagen, ist einmal Kamot, die Duke Kamot fahren. Ich weiß, das klingt jetzt ultra dumm, aber es ist so. Die Duke einfach Kamot fahren ist echt geil, oder ist echt klasse. Ja. Also einfach mal so einen vierten Gang, so bei so 4.000, 5.000 Umdrehungen. Rattert sich zwar wie so ein Drecksau, aber ist ja wurscht. Ist das kein Mut? Sag's mir, wenn's weitergeht. So richtig geil gerade, Alter. Sag euch so, wie es ist, die Duke 125. Als Stadtmotorradl kann man sie auf jeden Fall fahren. Ja. Ja, normal. Hä? Ein bisschen in die Pedale eintreten. Warte mal. Das machen wir jetzt. Bisschen Lärm wieder machen, ist eh ganz geil eigentlich. Wird wieder die meisten Lifehacks ab, aber mir ist es scheißegal. Ich bin so ein Autist. Es ist so geil. Wo warst du? Ja, links. Schau mal, unsere Freunde. Nicht so groß. Hier fahren. Hä? Ja, da fahren. Wo müssen wir hin? Ja, dann können wir da auch fahren. Ja, jetzt gefällt es mir nicht mehr so gut, muss ich ehrlich sagen. Ja, dann bist du schon. Aber geh, wie kommst du drauf? Ha? Wieso das? Ja, jetzt habe ich wieder meine 5 Minuten gehabt. Da kommt er. Jawohl, das schaut richtig geil aus. So, als nächstes wird er gleich kommen.
Jawohl! Let's fucking go! Clean! Geil, Digga! Ist er 500er gewesen? Glaub. CBR 500. Ja, klar, schau dir durch. Die ganzen Videos. Passt! Dann, ja, melde dich heute mal am Wochenende. Wird es hier mal wieder was ergeben. Ich weiß nicht, aber die Woche sagst du, glaube ich, richtig scheiße. Also nächste Woche. Das Wetter. Also schauen wir mal und ja. Dann würde ich, glaube ich, soweit schon nochmal sagen, danke fürs Zuschauen. Hat mich sehr gefreut, den Motorblog aufzunehmen. Jetzt werden wieder aktiv Motorblogs kommen, ist eh klar. Aber ich muss vielleicht schauen, oder ich mache Sonntag und Montag oder so irgendwie. Weil unter der Woche ist scheiße, ein Video zu machen. Weil unter der Woche normalerweise ich nicht Maschinenfahren gehe, sondern meistens Fitnessstudio und nachher Fitnessstudio haben oder am nächsten Tag nur daheim. Und weil ich muss jetzt streamen auch. Und deswegen muss ich mir das ein bisschen einteilen besser. Also schaut auf jeden Fall auf Twitch vorbei. Da bin ich wieder live. Also wenn ich es jetzt am Montag hochlade, bin ich am Montag live. Also dann bin ich vielleicht gerade jetzt live. Wenn ich am Dienstag wenn ich am Dienstag das zum Beispiel tue, dann bin ich wahrscheinlich nicht live, aber Mittwoch auf jeden Fall auch. Also normalerweise bin ich immer live, wenn ich ein Video aufnehme. Ja. Also dann würde ich sagen, verabschiede ich mich schon einmal. Ich werde die GoPro natürlich laufen lassen, schauen wir, ob noch was passiert, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, ja. Danke fürs Zuschauen. Abo, Like würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!